Da haben wir noch Kohle. Ach ja, Kohle haben wir ja gerade eingesammelt. Das Birkenholz kann eigentlich dann bei Birkenholz rein. Nochmal Stein, Erde, Sand, Glas, Kies, alles Kiste. Hier kommt ja dann eigentlich das Holz rein. So. Birkenholz, Kohle, Pflasterstein. Zack. Hier ist schon alles voll wieder, Mensch. Mensch, 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 Mensch. Mit so Steinen. Wo ist unsere Steinkiste jetzt? Hier. Zack. Haben wir Stein. Und dann können wir uns ja jetzt um. So. Können wir uns jetzt ums Dach kümmern? Haben wir die Werkbank noch auf dem Dach? Oder hab ich die abgerissen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Wo ist die überhaupt hin? Werkbank? Nee, hier nicht. Hier auch nicht. Ach, hier. Wir nehmen mal eine mit. Ich weiß nämlich gerade nicht genau, ob noch eine auf dem Dach war. Ja. Falsche Richtung. Könnte man nicht auch machen, so eine Treppe in beide Richtungen. Aber dann doch eher quer. Die Erde brauchen wir jetzt gar nicht, weil wir kommen ja hier noch hoch. Nicht. Da hinten steht unsere Werkbank, alles klar. Zack, haben wir wieder ein bisschen Holz. Vor der Hütte. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Und da das Holz können wir dann wieder abreißen, weil wir müssen ja dann wieder irgendwie hier irgendwann mal hochkommen. Da fehlt noch ein Slab. Eine Holzstufe, wenn man das so genau nehmen will. So. Komm, was sollet? Druckplatten. Oh, das waren jetzt ein paar viele. Aber gut, was soll's. Dann haben wir auf jeden Fall von den Stufen genug und dann brauchen wir nur noch ganzes Holz. Na toll. So, hier machen wir dicht. Ja. Hauen wir hier natürlich das. Scheiße. Ich bin runtergefallen. So, das lassen wir hier auch mal offen, damit wir hier auch wieder runterkommen. Toll. Hey, nüscht. Das war knapp. Nüscht, Kanna, nüscht. Wo war ich stehen geblieben? Ja, beim Fluchen, genau. So, dann sollte man das Ganze vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger angehen. Und irgendwie habe ich auch so im Moment das Gefühl, dass mir das ganze Hausding hier noch voll kle zu klein ist. Nein, du bist zu klein. Hüpf, hüpf. Dip, 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 dip. Bloß nicht runterfallen. So. So, dann haben wir hier schon wieder eine Reihe fast rum. Tja, das mit dem Holz ist natürlich jetzt so eine Sache, dadurch, dass ich jetzt so viele Stufen hier gemacht habe. Ma. Ich Idiot. So. Jetzt reicht's langsam. So. Jetzt. Und dann wird das doch langsam. Wow. Lass mir in Ruhe. Hier. Ist das überhaupt so richtig? Kommt man hier noch runter? Ja. Das jetzt reicht so für die. Ja, es reicht so für die Reihe.
Wheel. Zack. Zack. Das war auch zu viel. Mann. Ich hasse es. Mal wieder da hochrennen. So, nächster Versuch. Ich glaube, das wird noch öfters hier vorkommen, dass wir einfach mal so vom Dach fallen. Also wie im echten Leben. Aber hier gibt es nun mal kein Sicherheitsgurt, Sicherheitsauffangnetz oder doppelten Boden oder sonst irgendwas. Einfach mal hier die virtuelle Realität. Klingt irgendwie auch lustig, so virtuelle Realität. Ist das denn virtuell real life? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist so ein Widerspruch in einer Aussage. Aber egal, gut. Virtuell real life. Fällt man denn halt vom Dach. Wie im echten Leben. Nur, dass das jetzt halt hier im Spiel ist. So. Ficken. Entschuldigung. Aber das geht nicht klar. Das geht gar nicht klar. Machen wir schon wieder eine Reihe rum. Und das Schöne ist ja, mit jeder Reihe brauchen wir weniger Holz. Na los jetzt. Mal los. Tu es. So. Das war's mit dem Holz. Super. Dann können wir jetzt wieder Holz hacken gehen. Ich will das Dach jetzt auf jeden Fall in diesem Leben noch fertig kriegen. Kamehameha. So. Und, falls ihr das gesehen habt, seit gestern läuft wieder The Walking Dead. Richtig geil, ey. Richtig geil. Ich kann euch da mal, ich hau euch mal eine Seite in die Videobeschreibung, wo ihr das gucken könnt, falls ihr den Sender Fox nicht empfangt. Da gucke ich mir die Folge mal an, gleich wenn sie rauskommt. Zack. The Walking Dead auf Deutsch. Oder vorzugsweise, wenn ihr so wenig Geduld habt wie ich, dann könnt ihr euch die auch wahlweise auf Englisch angucken. Oh, ich bin so ein großer The Walking Dead Fan. Das ist unglaublich. Das ist, glaube ich, die einzige Serie, die ich mir wirklich immer angucke, abgesehen von Naruto Shippuden. Aber gut. Das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall, so Walking Dead, richtig geil. Habe ich mich voll drauf gefreut, weil die waren ja jetzt auch in der Winterpause, die Kollegen. Und jetzt sind sie wieder da, richtig geil. Ja, wie gesagt, also Link haue ich euch, wenn ihr wollt, in die Videobeschreibung. Und dann wird das alles schon irgendwie klappen. Haha, Lavasee. Ey, Lava mal keine Scheiße hier, ja. Wie oft habe ich den schon gebracht? Der ist ja nun auch schon. Der hat schon so ein Bart, ey. Guck mal, wir können uns mal zum Beispiel um den Baum da kümmern. Ist ja schon gar kein Baum mehr, ist ja eine Krücke. So. Nehmen wir uns hier noch irgendeinen schönen vor. Oh, guck mal hier. Machen wir hier nochmal ein bisschen Birkenholz. Ja, komm, den Rest können wir hier so lassen. Von oben Bäume abbauen, das fetzt viel mehr als von unten. So, was ist denn jetzt hier mit der Musik? Oh doch, ich höre was, ich höre was. So ein bisschen. Ah. Wunderschöne Musik, ey. Wobei ich ein bisschen skeptisch bin, weil bei der Musik, wenn ich jedes Mal da raufgehen will, um mal zu gucken, was es so Neues gibt, dann wird erstmal angezeigt, dass die Seite wohl Viren enthält und deswegen nicht verfügbar ist und so. Und ich habe eine ganze Zeit lang wirklich überlegt, gehst du jetzt auf die Seite rauf, holst du dir jetzt neue Musik oder lässt du das? Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, scheiß drauf. Du weißt nur ein bisschen mehr über Computer, als wie man den anschaltet und so. Dann könnte man ja sicherlich auch einfach mal dieses Risiko eingehen. Notfalls macht man halt Windows runter, alles neu. Es sei denn,
zerstört denn deine ganze Hardware, dann hast du natürlich die Arschkarte. Aber gut. Kam jetzt eigentlich noch nicht so wirklich vor. Deswegen bin ich positiv gestimmt. So, Holz haben wir jetzt. Na, es könnte vielleicht reichen. Für das Dach. Dann haben wir zumindest schon mal eins fertig. Jetzt hier Setzlinge, zack. Die nehmen wir nochmal mit. Ja. Gut. Alles klar. Ich freue mich so. Jetzt nehmen wir mal hier wieder rein. Ja, ich glaube mit der Treppe ist noch so eine Sache. Müssen wir uns noch was einfallen lassen. Hier, wie gesagt, Ideen möchte ich in der Videobeschreibung sehen. Ist doch kein Rennen. Doch, das ist Rennen. Wieso ist denn der so lahmarschig jetzt hier? Ist ja unglaublich, Mensch. Ist ja Lebenszeit, die hier verloren geht. Toll. Auf der anderen Seite. So. Dann machen wir jetzt hier das Dach endlich mal dicht. Das heißt aber noch nicht, dass wir dann fertig sind. Wer hat denn da noch ein kleines dekoratives Gimmick, einfügen? So. Ach, wie gern würde ich jetzt in Kreativmodus gehen, einfach hier lang fliegen. Wäre viel cooler. Vor allem würde es schneller gehen. Ich bin immer so ungeduldig, was das betrifft. Merkt man vielleicht gar nicht. Aber gut. Und hier oben sind noch gar keine Fackeln gesetzt, sehe ich, Mensch. What the Fackel? Doch, da. Da ist eine. Da sind auch noch welche. Na gut. Da müssen wir... Mann. So. Zack. Da müssen wir dann nochmal ran, auf jeden Fall. Was mache ich denn? Was mache ich denn hier? Bin ich besoffen? So. Vielleicht sollte man die Reihe auch mal voll fertig machen, so. Rup, wieder ein Stack weg. Stack weg. So, dann sind wir die Reihe fast wieder rum. Na, ist natürlich jetzt die Frage, machen wir jetzt oben hier komplett so ein bisschen spitz oder machen wir hier so Glas? Rein. Na, ich glaube, hier werde ich kein Glas reinmachen. So. Deswegen machen wir das Dach hier so erstmal. Und ich glaube nicht, dass das reichen wird. Oh je. Na doch, könnte reichen, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Na gut, werden wir sehen. Wenn nicht, dann klettern wir hier halt nochmal 5000 Mal hoch, alles kein Problem. Wir haben ja da unsere ultimative Treppe. Erstmal. So. Und ich weiß halt noch nicht genau, ob ich hier einen Dachboden reinmache oder nicht. Vielleicht lasse ich das einfach so hoch. Ich denke mal, vom Flair her kommt das vielleicht sogar ein bisschen besser. So, mit so einer richtig hohen Decke. So richtig, also nicht nur hoch, sondern so richtig hoch. Wobei ich auch mit dem Eingangsbereich noch nicht ganz zufrieden bin. Ich bin ja fast der Meinung, dass der noch fast zu... Also, der sei nicht meiner Meinung nach so auch zu klein. Aber ich lasse den jetzt erstmal so und dann werden wir ja sehen. Wie weit das störend ist. So. Und dann bricht jetzt unser letztes Stack an. Oh je, Mini. Es wird wirklich knapp. Nee, wird's nicht. Es wird reichen. Sehr schön. Und ihr seht, es wird hier ein schönes Spitzdach. Also kein
ein Spitzdach so direkt so. Ja doch, Spitzdach. Flachdach wollen wir nicht. So. Haha. Ist ja perfekt. So. Zack, Dach fertig. Setzen wir hier noch ein paar Fackeln rauf. Machen wir es mal so. Sieht man ja von unten dann sowieso nicht. So. Nein. Ich muss doch hier noch hoch, Mensch. So. Das können wir dann von unten abbauen. Ist ja alles kein Problem. Das mache ich jetzt hier bloß, damit halt hier nichts drauf spawnt auf dem Dach. Nicht, dass wir dann irgendwann mal rauskommen. Zack, bam, haben wir einen Creeper auf dem Kopf. Das wäre doof. So. Abgesehen davon ist ein bisschen Beleuchtung schon cool. Wie gesagt, von unten sieht man es eh nicht. Und dann machen wir das Ganze mal hier noch so. Was ist denn hier die Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Sind also, ja, so 8, 9, 9,5. 9,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also hier so ist die Mitte. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Können wir ja hier so machen und vielleicht hier so gucken, ob das jetzt aufgeht. Ja. Erstmal fackeltechnisch so voll ausrasten. So, dann lassen wir das hier nämlich mal weg. Wir müssen ja auch nicht so übertreiben. So, dann machen wir das hier auch. Dann haben wir hier nämlich sozusagen hier schön die Fackeln gesetzt. Das Dach ist dann gut beleuchtet. Wie gesagt, von unten sieht man es nicht. Aber von oben halt ist dann hier genug Beleuchtung, dass hier nichts spawnt. Keine Skelette, Creeper. Endermen sind mir eigentlich völlig Wurst. Zombies wären vielleicht noch ein bisschen doof. Und Spinnen. So. Dann schauen wir uns die ganze Grütze mal an hier. Kame haben wir. Zack. Ja doch. Passt. Passt. Geht ein bisschen weit nach außen, würde ich fast sagen. Sieht schon sehr flach aus. Da könnte man fast überlegen, ob man nicht doch nochmal eine Reihe abrupft. Oh, so viel zu, man sieht es von außen nicht. Von unten. Naja, okay. Ja gut, wenn wir oben nochmal eine Reihe abmachen, das ist sonst ein bisschen zu groß, zu dick, zu... Na, ihr wisst schon, zu weit außen. Normalerweise würde man da jetzt noch Treppen drunter setzen, aber wie ihr seht, sind da schon direkt die Treppen und dann geht das natürlich nicht mehr so ganz. Die Frage ist natürlich jetzt, wie komme ich da hoch? Ich habe, glaube ich, den Steg jetzt zugemacht. Jupp, 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 jupp. Und da war er. Ist noch ganz schön dunkel, die Hütte hier. So. Andererseits.